Hafen ist Hamburg und Hamburg ist Leben. Und das Leben ist hier im Hafen. Und das rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Der drittgrößte Hafen Europas bestimmt den Rhythmus einer ganzen Region. Hightech und klassische Manpower ergänzen sich im Hamburger Hafen perfekt. Dörte und Pierre haben sich nach einer Woche harter Arbeit Entspannung verdient und feiern an ihrem 5. Tag im Hafen ihr Wiedersehen. Pierre ahnt noch nicht, dass ihr Treffpunkt in 40 Meter Höhe liegt, auf dem Mast der Rigma Rigmas. Das ist doch besser so, denn Pierre hat Höhenangst. Du kriegst jetzt hier erstmal die Haken. Okay, also ich kletter jetzt wirklich da ganz hoch. Ja. Und zwar nicht nur auf die erste Plattform, die zweite. Auf die zweite, also die letzte Plattform. Wie hoch ist das denn? Das sind dann ungefähr 40 Meter über der Bordkante. Das ist ganz schön rutschig hier. Selbst für Sporttalent Dörte ist die Kletterpartie nicht so einfach. Oben angekommen, muss sie erst mal verschnaufen. Und, Dörte? Was ist das für ein Gefühl? Aha, Dörtes Schlagfertigkeit ist noch nicht oben angekommen. Das gibt uns Zeit für einen kurzen Rückblick. Vor 120 Jahren sticht die Rigma Rigmas das erste Mal in See. 1904 verliert das 80 Meter lange und 12 Meter breite Stahlschiff bei einem Orkan im Indischen Ozean seinen Kreuzmast. Die Besatzung kann sich in den Hafen von Kapstadt retten und überlebt. Inzwischen liegt der dreimastige Frachtsegler als Museums- und Denkmalschiff an den St. Pauli-Landungsbrücken. Er ist ein Symbol für die historische Seefahrt. Auf ihn wartet auch ein historischer Moment. Ich bin hier, Pierre. Oh no. Hier oben. Was machst du da oben? Wie bist du da hochgekommen? Geklettert. Und du willst nicht, dass ich hochkomme, zufällig? Pierre, das ist ein traumhafter Ausblick von hier oben. Wie hoch ist das? Oh, 40 Meter. Ach. Du hast schon wieder eine super Idee gehabt. Oh Gott, es war kalt. Für Pierre ist Dörtes Überraschung alles andere als lustig. Obwohl er gesichert ist, kostet ihn der Aufstieg extreme Überwindung. Doch als getaufter Matrose muss er jetzt wohl die Zähne zusammenbeißen. Ich denke an die Zuschauer, ich denke an meine Großmutter, die das zuschaut. Oh, super, Pierre. Cool. Kuckuck. Und wir sind jetzt tatsächlich 40 Meter hoch? Wir sind jetzt 40 Meter hoch. Wow, du bist ein ganz schöner Schlawinerin, Dörte. Ist doch kuschelig hier. Ja, ja. Guck dir mal diese Aussicht an. Na, komm erst mal an. Ja, das ist super. Guck mal, die Philharmonie da. Ja. Oh, ist das schön. Endlich durchatmen und den Blick schweifen lassen. Ach. Nach einer Woche Hafen besticht Pierre durch Fachwissen. Also hier sieht man die Queen Mary II, die sehe ich zum ersten Mal. Da haben wir einen super Blick. Die Container-Hafen-Terminals. Also ich muss sagen, das finde ich immer noch am schönsten. Diese Kräne und dann jetzt auch von oben gesehen, diese Container, die wie so bunte Bauklötzchen gestapelt sind. Jetzt, wenn ich den Hubschrauber höre, muss ich automatisch an unseren ersten Tag denken. Das war krass, ne? Das war krass, das stimmt. Du weißt noch, wie man diese Attention-Position macht, sich sichtbar zu machen. Also das haben wir auch gelernt diese Woche. Jeder, der am oder auf dem Wasser arbeitet, sollte wissen, was im Notfall zu tun ist. Und genau der wird bei diesem speziellen Überlebenstraining geübt. Wie orientiere ich mich nachts bei meterhohen Wellen? Wann kippt eine Rettungsinsel? Und wie kann ein beherzter Sprung einem das Leben retten? Vielleicht nicht gerade aus 40 Meter Höhe, oder, Pierre?
So. Das war eine tolle Idee, Doktor, uns da umzubringen. Eigentlich hatte ich einen anderen Plan für dich. Aha. Ein bisschen gemütlicher, so. Eine Barkasse nämlich. Ah. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal nach oben tun. Früher haben hier 8 Matrosen ungesichert an den Segeln gearbeitet und Wind und Wellen getrotzt. Pierre möchte einfach nur schnell runter. Nun treffen sie einen echten Seebären. Herzlich willkommen an Bord der Barkasse Buenos Aires im Hamburger Hafen. Super. Wir machen jetzt mal eine 2-stündige Fahrt durch den Hafen. Und ihr seid ja beide alte Hafenleute. Und ja, wir werden uns mal so ein bisschen über den Hafen unterhalten. Fritz Jensen ist Kapitän. Den größten Teil seines Lebens hat er auf See verbracht und kein Weltmeer ausgelassen. Mittlerweile ist er in Hamburg sesshaft geworden. Sein Spezialgebiet, die Geschichte des Hamburger Hafens. Ich selber bin viele Jahre zur See gefahren. Ich war als Moses, als Schiffsjunge, 1965 zum ersten Mal in Hamburg. Das heißt, das ist schon über 50 Jahre her. Das heißt, ich bin so, hab so die Seefahrt von der Pike auf gelernt. Ja. Und als Moses angefangen, war dann nachher irgendwann Kapitän. Was ist denn ein Moses? Ein Moses ist der Schiffsjunge, der niedrigste Grad an Bord eines Schiffes. Gibt es heute nicht mehr, weil es heute andere Ausbildungsprinzipien gibt. Nee, ich war immer so einer, der was erleben wollte, der die Welt sehen wollte. Ja. Wie sahen die Schiffe aus? Das waren reine Stückelschiffe. Das war in einer Zeit, als es noch keine Containerschiffe gab, beziehungsweise die ersten Containerschiffe überhaupt gebaut wurden. Echt? Der Container ist ja eine Entwicklung der Amerikaner. Ein Spediteur stand dahinter dieser Idee, Malcolm McLean hieß der. Und der hat gesagt, ich will einen Lastwagen auf See bringen. Und wie groß war sein Meeres-LKW? Sein Meeres-LKW hatte vielleicht 500-600 Container. Und heute? Und heute, wir sehen gleich ein, da sieht man ihn schon so ein bisschen schemenhaft unter diesen runtergeklappten Containerkränen. Heute haben die größten Schiffe fast 20.000 Container an Bord. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Die Containerschiffe, die am Hamburger Oswaldkai festmachen, bringen uns frisches Obst aus Übersee. Besonders häufig diese beliebte Südfrucht. Insgesamt essen die Deutschen rund 1 Million Tonnen Bananen pro Jahr. Das macht 12 Kilo pro Kopf. Lieber ist uns nur der Apfel. In Frankreich ist es genauso. Bananen haben im Hamburger Hafen eine lange Tradition. Noch bis in die 1960er Jahre mussten hunderte Arbeiter sie per Hand aus dem Schiffsbauch wuchten. Das reinste Krafttraining. Bis zu 50 Kilo kann so eine Staude wiegen. Inzwischen erledigen das computergesteuerte Maschinen und nur noch wenige Arbeiter. Eins ist jedoch gleich geblieben. Wenn sie hier ankommen, sind die Bananen noch giftgrün statt goldgelb. Ganz so, wie sie noch vor 3 Wochen an den Stauden in Kolumbien, Costa Rica und Ecuador hingen. Damit die Bananen schön frisch in Hamburg ankommen, werden sie unreif geerntet. Auf dem Schiff lagern sie bei kühlen 10 bis 12 Grad Celsius. Das verhindert, dass der Reifeprozess einsetzt. Reifen dürfen sie nämlich erst in Deutschland. Mit Hilfe von Hasbe Suta. Er ist hier im Hamburger Hafen Bananenreifer. Und diese Woche warten 35.000 grüne Früchte auf ihn. Die Leute sagen es mal, wenn ich sage, mein Job ist Bananenreifer, dann sagen die, warte mal. Bananenreifer, was ist das denn? Das haben wir noch nie gehört. Ich sorge dafür, dass ihr gelbe Bananen bekommt. Diesen Job mache ich. Erster Schritt bei jeder neuen Lieferung. Suta checkt stichprobenartig die Ware. Stimmengröße und Temperatur. Deutsche Supermärkte akzeptieren nur makellose Bananen. Mindestens 2,7 cm dick. Und 14 cm lang. Und sie dürfen keine Frostschäden von der Reise im Kühlcontainer haben. Wenn die natürlich leicht unterkühlt ist, dann kannst du hier kleine
schwarze Punkte sehen. Umso mehr die unterkühlt ist, sie ist ja viel mehr. Und wenn die richtig stark unterkühlt ist, dann ist die Banane komplett schwarz hier unten. Das, was wir gerade sehen, ist super. Die Ware ist wunderbar, ist nicht unterkühlt. Ab damit in die Reifekammern. Die sind riesig. In jeder einzelnen haben 130.000 Bananen Platz. Und es gibt 22 davon. Macht 2.860.000 Bananen, die gleichzeitig reifen können. In den Kammern herrscht Überdruck, damit sich die warme Luft aus der Klimaanlage gleichmäßig verteilt. Doch Wärme allein reicht nicht aus, um die Bananen schnell genug gelb zu kriegen. Dazu braucht es noch einen Beschleuniger. Das Geheimnis: Ethylen. Sutter besprüht seine Bananen damit 24 Stunden. Ethylen ist ein natürliches Gas. Es ist nicht was Giftiges. Und Ethylen ist dafür da, um die Ware zu reifen und schneller zu reifen. Ohne Ethylen wird die Ware auch reifen, aber das dauert dementsprechend viel länger. Diesen Effekt kann jeder auch zu Hause beobachten. Liegen Äpfel neben Bananen, werden die gelben Tropenfrüchte schnell braun. Denn Äpfel verströmen viel Reifegas. Genau wie etwa Birnen oder Tomaten. Deshalb sollten sie nicht neben Gurken, Möhren oder Paprika lagern. Die reifen sonst nach und können schnell verderben. In den Reifekammern bleiben die Früchte 5 bis 6 Tage. Dann ist der Gelbwert perfekt für die Lieferung. Die Reifegrade sind genau definiert. Stufe 1 hängt noch am Baum. Stufe 7 ist schon bräunlich. Stufe 4 ist perfekt für den Verkauf. In Kammer 17 sind die Bananen soweit leicht gelb, also reif für den Transport. Ihr Ziel? Ein Supermarkt in Berlin. Eine Maschine wiegt die Früchte automatisch, verschweißt sie in Frischhaltefolie und druckt den Preis auf. Nur das Kistenpacken ist noch Handarbeit. Früchte, die nicht gut aussehen, fliegen raus. Jeden Tag verlassen im Schnitt 5000 Bananenkisten die Reiferei. Gelbe Südfrüchte vom anderen Ende der Welt, gereift im Hamburger Hafen. Klingt ein bisschen nach Exotik und Urlaub in der Hansestadt. Fehlt nur noch der Strand. Das ist meine Lieblingsecke. Ne? Okay, da sitzt man ja mit nackten Füßen im Sand und kann schauen, wie diese Pötte an einem vorbeiziehen. Also dieses Nebeneinander an Wohnen und Hafen. Der großen weiten Welt. Das ist schon immer so? Das gibt es nur hier. Das gibt es eigentlich nur hier. Ja. Denn dieser Hafen hat, wenn wir so wollen, zwei geografische Besonderheiten. Ja. Zum einen, wir liegen sehr weit von der offenen See weg. Alle Schiffe, die hierher kommen, müssen erstmal rund 120 Kilometer die Elbe hochkommen. Ja. Und zum anderen, wir liegen als Hamburger Hafen mitten in der Stadt. Ja. Und diese Nähe zwischen Stadt und Hafen könnt ihr hier sehr schön sehen. Ja, das hier drüben Leute, haben wir einen ganz tollen Bereich. Da ist auch deine liebste Kneipe, die Strandperle. Und hier auf der anderen Seite der Elbe haben wir den größten Containerterminal des Hamburger Hafens. Ja. Das ist der Containerterminal Burchardkai. Jeder dritte Container in Hamburg wird hier abgefertigt. Der Burchardkai ist am Limit. Andere Terminals können nicht einspringen. Die Kühlbrandbrücke versperrt den Megafrachtern die Zufahrt. Früher hat man gesagt, man muss die Schiffe den Fahrwassern und den Häfen anpassen. Heute geht man einen anderen Weg. Man kann darüber streiten, was besser und sinnvoller ist. Aber es ist zurzeit so, dass die Häfen sich den Schiffen anpassen müssen. Denn die Reedereien setzen auf immer größere Containerschiffe. Je größer ein Schiff, desto günstiger der Transportpreis eines einzelnen Containers. Da Hamburg ein Binnenhafen ist, ist es gar nicht so einfach für die großen Pötte, den Kai vollbeladen anzufahren. Nicht nur wegen des Tiefgangs, auch wegen ihrer Breite. Denn die macht die Elbe streckenweise zur Einbahnstraße. Deswegen soll der Fluss vertieft, also eine tiefere Fahrrinne gegraben werden.
Wir brauchen die Elbvertiefung. Ich bin fest davon überzeugt. Und um Schiffe dieser Größe, 360 Meter, meinetwegen bis 400 Meter, hier in einem vernünftigen, ökologisch, ökonomischen, sinnvolle Art und Weise auf diesem Fluss bewegen zu können. Diese Schiffe haben jetzt ohne Elbvertiefung ein so enges Tidefenster, wie wir das nennen, ein so enges Zeitfenster, in dem sie kommen, respektive gehen können, dass das für den Reeder sehr viel Nachteile bietet. Hätten wir die Elbvertiefung, könnten sie in einem sehr viel größeren Fenster kommen und gehen. Und das wäre natürlich für alle von Vorteil. An ihrer flachsten Stelle soll die Elbe von 15,80 Meter auf 17,30 Meter vertieft werden. Auf über 60% der Strecke von der Nordsee bis Hamburg müsste dafür gebaggert werden. An einigen Stellen soll die Fahrrinne zudem 20 Meter breiter werden. Außerdem ist eine sogenannte Begegnungsbox von 385 Metern Breite geplant, damit große Schiffe aneinander vorbei können. Doch der Ausbau der Elbe könnte Folgen für die Natur haben. Direkt neben der Fahrrinne hat Fischer Walter Zeeg seine Fanggründe. Seit 50 Jahren. Drei Elbvertiefungen hat er schon miterlebt. Die letzte Elbvertiefung haben wir gerade hinter uns, da wurde uns das brauchen. Das ist die letzte Elbvertiefung. So, ein paar Jahre später wollen sie wieder die Elbe vertiefen. Seine Befürchtung? Eine weitere Elbvertiefung könne sich schlecht auf die Sauerstoffentwicklung im Wasser auswirken. Besonders im Sommer führe dies zu einem vermehrten Fischsterben. Ein Gutachten vom Umweltverband WWF kommt ebenfalls zu diesem Ergebnis. Die zuständige Bundesbehörde hält dagegen, dass die erhobenen Daten des WWF nicht ausreichen würden, um die Sauerstoffentwicklung exakt zu bewerten. Ihr eigenes Gutachten liegt noch nicht vor, doch die Behörde hat die Beweispflicht. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass sich der Zustand der Elbe nicht weiter verschlechtern darf und verlangt dafür Belege. Seit 150 Jahren steigt im Hamburger Raum der Tidenhub, der unterschiedliche Pegelstand zwischen Hoch- und Niedrigwasser, also Ebbe und Flut. Er hat sich bis heute verdoppelt, von 1,75 Meter auf 3,60 Meter. Über die Gründe wird auch hier gestritten. Umweltschützer nennen dafür die Elbvertiefung als Ursache. Die Behörden hingegen sehen in Deichbaumaßnahmen den Hauptgrund, räumen aber ein, dass auch die Elbvertiefung den Tidenhub beeinflusst. Für die geplanten Maßnahmen prognostiziert Jörg Osterwald von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes: Wir werden bei der weiteren Fahrrinneanpassung von Unter- und Außenelbe unter ungünstigsten Bedingungen mit einer Prognose 2 cm im Hochwasser mehr, 3 cm im Niedrigwasser niedriger, also 5 cm im Tidehub Veränderung. Das ist das, was wir maximal erwarten. Die Kräfte von Ebbe und Flut wollen die Planer der Elbvertiefung durch Baumaßnahmen im Mündungsgebiet bändigen. Die sogenannte Medem-Rinne, der Bereich neben der Fahrrinne, soll zugeschüttet werden, um den Strom etwas auszubremsen. Dies soll den Tidenhub auf 5 cm begrenzen. Doch keine Baumaßnahme ohne Nebenwirkungen, warnen Biologen. Ihre Sorge? Das feine Priel-System im Watt könnte versanden. Das würden kleine Fische wie diese Stinte nicht überleben. Und damit die Hauptnahrungsquelle der vom Aussterben bedrohten Lachseeschwalbe versiegen. Auch seltene Pflanzen seien in Gefahr. In der Brackwasserzone, also dort, wo sich das Salzwasser der Nordsee mit dem Süßwasser der Elbe mischt, wächst der Schierlingswasserfenchel, eine vom Aussterben bedrohte Pflanze. Welche Auswirkungen hat der geplante Ausbau der Elbe tatsächlich? Da gehen die Meinungen von Gegnern und Befürwortern weit auseinander. Am Ende wird wohl ein Gericht entscheiden. Pierre hat Dörte mit einer Barkassenfahrt überrascht. Und typisch für den Hamburger Hafen, wunderschöne Natur und harter Hafenalltag sind nur wenige Meter auseinander. Guck mal, Pierre, das ist die Werft, auf der ich gearbeitet habe. Die habe ich tatsächlich jeden Morgen gesehen. Ja? Aber da hast du noch nicht gearbeitet, als ich meine Arbeit angefangen habe. Aber die Leute da arbeiten sehr hart. Ja? Wo erwachst du?
Also, da, geh mal, sie, da. Ah, das war auf dein Kran, da? Ja, auf dem Kran war das Grüne drauf. Da? Ja, das war echt Tetris spielen. Und Dörte hat alles geschafft. Zwei 800 Kilogramm schwere Big Packs musste sie verladen und bekam natürlich die volle Punktzahl. Wo sind die Schiffe? Ja, jetzt ist kein Schiff da. Normalerweise gab es Schiffe. Ja. Da, wo jetzt das Hausboot ist, das blaue. Ja. Da war, als ich da war, so ein dicker Pott. Okay. Und der musste da um die Ecke. Und das war gar nicht so einfach. Also ich sollte dann mal so ein bisschen die Fernbedienung, durfte ich mal drücken, bis, also der Kollege dann besser übernommen hat, ehe ich da irgendwie Quatsch mache. Und dann haben die diesen Pott so quasi mit Besenstielen so um die Ecke gedrückt. Denn der musste so richtig so eine scharfe Kurve fahren. Wie so ein bisschen geisterhaft, ne? Alles vollautomatisch hier. Aber da oben gibt es schon Menschen ja, in der Kabine. Ja, wenig. Das schon? Ja, guck mal. Oh, cool. Ist das der Lars? Also, da habe ich gearbeitet diese Woche. Wie, Moment, das ist doch eine schwimmende Tankstelle da. Ja. Pierre war in dieser Woche Crewmitglied auf einem sogenannten Bunkerboot und versorgte andere Schiffe mit Treibstoff. Mit einer gewöhnlichen Tankstelle hat das wenig zu tun. Alles ist größer und viel komplizierter. Und einmal volltanken bitte, sind hier schnell mal 7000 Liter Diesel. Nach kleineren Startschwierigkeiten lief es für Pierre dann aber richtig gut. Bunkerboot-Kapitän Lars wollte seinen Matrosen gar nicht mehr hergeben. Alles gut? Schön, dich zu sehen. Meine Kollegin Dörte. Schön, dich kennenzulernen, Lars. Ich würde gerne mitgehen. Oh, es ist toll. Sieh an, sieh an. Pierre und Dörte hat das Hafenvirus gepackt. Aber wer will es ihnen verdenken? Dieser Ort hat etwas Magisches. Mitten in Hamburg gelegen und doch eine komplett eigene Welt. Und beim Anblick der Ozeanriesen überkommt vermutlich nicht nur Dörte Fernweh und Sehnsucht. So gibt es das nur im Hamburger Hafen. Jetzt sind wir in der Speicherstadt. Jetzt sind wir in der Speicherstadt, richtig. Wieso heißt die eigentlich Speicherstadt? Weil das Lager waren, wo Waren gespeichert waren. Dies war der Zollkanal. Aha. Der hat praktisch dieses Areal der Speicherstadt zolltechnisch getrennt, damit da kein Schmuggel stattfindet, von dem städtischen Bereich. Erst 2013 wurde diese Zollgrenze endgültig abgeschafft. Und in die ehemaligen Lagerhallen ziehen immer mehr junge Unternehmen, Restaurants und Museen. Vielen Dank, Fritz. Es war ein sehr schöner Zimmer. Ja, danke dir. Schön. Tschüss, ihr beiden. Vielen lieben Dank. Gerne. Zum Abschied wird es für Dörte und Pierre jetzt noch einmal typisch hamburgerisch. Shantychöre haben hier eine lange Tradition. Sie sind noch ein Relikt aus der Segelschiffzeit. Damit die Arbeiten an Bord möglichst gleichmäßig im Takt erledigt wurden, sangen die Seemänner dazu. Der Shanty war geboren. Ich dachte bisher immer, La Paloma wäre eine Schnulze. Du kannst es das Lied. Ja, tausendmal gehört, jetzt endlich verstanden. Ja. Du fühlst dich jetzt wie ein echter Matrose, ne? Ja.
ja ein bisschen. Ja, du weißt, was man macht sich in Hamburg, wenn man ein echter Matrose werden möchte. Ins Wasser springen, ne? Das kriegst du gleich. Auf jeden Fall hatte ich wirklich Lust, jetzt hier noch ein bisschen länger zu bleiben. Ja, oder? Die Menschen, die waren so toll diese Woche. Was war für dich das Schönste jetzt in der Hafenwoche? Boah, das ist so schwierig zu sagen. Oder? Also die Begegnung mit Lars, mit Wolfgang, mit dem Team beim Seenottraining. Heute auf der Barkasse, es waren so viele Menschen, Eindrücke. Ne? Das Hochklettern mit dir. Das war schön. Lass uns noch ein bisschen spazieren. Ja, wir bleiben noch ein bisschen am Hafen, oder? Unsere Woche.